Zurzeit bin ich dran, drei kleine Wörter aus dem Glaubensbekenntnis wieder hinauszubekommen. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten. Im Gotteslob steht da nicht kein Artikel dran, also nicht die, die, die. Und wir wollen es so beten, wie es im Gotteslob sozusagen steht, aber das herauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Und wenn man einmal in so einem Trott drin ist, also in einem Trott, ja, in einem Rhythmus drin ist, in einem Rad drin ist, dann ist es echt schwierig, das herauszubekommen wieder. Und so wollen wir dieses erste Gesetz jetzt einfach beten. Da, wo wir so in einem Rad drin sind, da, wo wir in einer Routine sind, so, jetzt kommt mein Spickzettel. So. Aha. Kustos. Na, Scherzel fürs Herzl. Also, na. Ja, es ist das, wie können wir uns ändern? Heute habe ich es wieder zweimal gebetet, den Artikel, gell? Einmal habe ich ihn nicht gebetet dann. Also, weil mich auch Leute darauf angesprochen haben, wieso mir das beten und wieso. Und dann denke ich, ja, stimmt. Und wenn man etwas herausbekommen will, so etwas oder was erreichen will, dann ist das total ein Kampf. Dann ist das echt ein Kampf. Und so wollen wir uns heute Morgen, ich muss mich da jedes Mal, ich muss mich da wie konzentrieren drauf. Und bis ich es drin habe und dann bin ich mal unkonzentriert, dann denke ich, habe ich andere Gedanken beim Glaubensbekenntnis, das können wir ja so. Wir beten sozusagen das Credo, unser Herz sollten wir schenken und ich denke ans Frühstück. Oder ich denke an, keine Ahnung, an einen Ärger von gestern noch. Also es ist ein ständiges Bemühen, bis wir endlich einmal uns, bis da mal etwas so eine Gewohnheit kommt. Die Gewohnheit zur Sünde, die geht ziemlich leicht. Die geht ganz leicht, weil wir uns nach Liebe sehnen. Aber die Gewohnheit, irgendwie so etwas Gutes zu machen, das ist ziemlich schwierig. Um das Gute zu kämpfen, da eine Gewohnheit zu bekommen, ist ziemlich schwierig. Wollen wir so dieses erste Gesetzchen jetzt beten? Da, wo wir vielleicht irgendwo drinstecken, sozusagen ein Apache in der Patsche, dass wir da irgendwie wie rauskommen, dass wir nicht aufgeben. Also etwas herauszubekommen, eine Gewohnheit, ist ziemlich schwierig. Ich habe einmal zu einer Frau gesagt, im hohen Norden Deutschlands. Dann gang halt am Sonntag einmal auf den Fußballplatz zu deinem Mann. Dann gang halt mal auf den Fußballplatz zu deinem Mann und überrasch ihn, wenn du kommst. Sie war halt sozusagen in der Kirche und er war auf dem Fußballplatz. Das war seine Kirche. Und gehorsam, wie sie sind, hat sie das gemacht. Dann geht sie zu ihm hin, hallo Schatz. Und dann sagt er zu ihr, was machst denn du da? Geh wieder in die Kirche. Dusch. Das hat wehgetan. Was machst denn du hier?
Und darin so, und es war natürlich eindeutig irgendwie auch schon zu spät. Er hatte seins und sie hatte ihrs. Sie durfte das machen, er durfte dafür das machen. Und dann wurde die Schere immer noch größer. Man hat dann schon so gefragt, ist es dir recht, wenn ich das und das mache? Ist es dir recht, wenn ich das und das mache? Und er hat jedes Mal gesagt, ja klar, geh doch, mach doch, tu doch. Und er durfte dafür, durch diese Antwort, hat er sich die Erlaubnis geholt, dass er das auch, dass er seines auch durfte. Und er hatte seine Ruhe. Und aus diesem Muster, aus diesem Rädle sozusagen auszusteigen, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Was machst du da? Gang wieder in die Kirche. Eigentlich sehr, sehr schade. Wollen wir dieses zweite Gesetzchen beten? Dass wir in diesem Bereich irgendwie so ganz wachsam sind. Dass wir so ganz wachsam sind. Ich konnte denn ja nicht sagen, dann geht halt einmal in der Woche zum Kegeln. Das wollten sie, das funktioniert dann schon gar nicht mehr, weil jeder hatte sein Leben eigentlich. Und ob das jetzt dieses Paar aus Norddeutschland ist, das kann auch sein, dass es aus Südschweden war, oder ob das jetzt aus, keine Ahnung, aus dem Osten von Österreich ist, das spielt ja gar keine Rolle, weil das ist überall dasselbe. Wollen wir so in diesem Anliegen beten, wo es so nichts Gemeinsames mehr gibt. Wo man, lass mich das meine machen, mach du das deine und mir das meine und dir das deine. In die Stille gehen, versteckte Öpferlein bringen, umarme deine Frau, umarme deine Kinder, eine Hauskirche aufbauen, lebe das liturgische Leben, für Gott arbeiten. Dann habe ich den Nico gefragt, welche Stufe soll ich nehmen? Dann hat er gesagt, aber nicht Stufe 3. Das ist nicht das liturgische Leben, sondern es ist umarme deine Frau. Na, nimm das bitte nicht, sonst fühlt sich jemand vielleicht angegriffen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Und das kostet mich jetzt auch ehrlich gesagt Mut, das zu sagen, weil erstens mal möchte ich ja niemanden angreifen. Zweitens möchte ich ja von allen geliebt sein sozusagen, gell? Aber schlussendlich muss ich wissen, Gott liebt mich. Und drittens ist es meine Verantwortung irgendwie auch. Das spüre ich total. Das spüre ich total. Für das bin ich zu tief in der Seelsorge drin. Zu tief. Vielleicht leider, Gott sei Dank. Oder Gott sei Dank. Aber nur mal so denn zum Reflektieren von Stufe 1 bis Stufe 7. Wo stehe ich? Stille gehen, Öpferlein bringen,
Frau umarmen, Kinder umarmen, Hauskirche aufbauen, mindestens wöchentlich eine heilige Stunde halten, Sakramente, das ist liturgisches Leben, die Feste der Kirche feiern, für Gott arbeiten, wo stehe ich da? Und ich glaube schon sehr wohl, dass das meine Verantwortung ist für euch. Aber man will halt dann irgendwie nicht nerven. Vielleicht will man auch so seine Ruhe. Gestern sagte jemand zu mir, vor der Ehe will Satan immer, versucht er uns immer, dass man Punkt, Punkt, Punkt hat, dieses Wort mit drei Buchstaben. Nach der Ehe versucht uns Satan ständig, dass man es nicht mehr hat. Habe ich gedacht, ja, das hat gestern jemand gesagt zu mir, das ist mein seelsorglicher Alltag. Vor der Ehe, nach der Ehe. Spannend eigentlich, da mal denn drüber nachzudenken. Echt spannend. Manchmal kommen die Leute in die Kirche herein, dann gehen sie hinten zu dem Tisch, wo die ganzen Flyer liegen. Das sehe ich denn so während dem Gottesdienst. Manchmal bin ich denn auch nicht so andächtig, gezwungenermaßen sozusagen, tatsächlich gezwungenermaßen in jeder Beziehung, wo man sich denken kann. Und dann sehe ich, sie kommen rein, nehmen den Flyer so in die Hand, lesen sie Frauengesang, Maiausflug der Frauen nach Maria Bildstein und legen ihn wieder zurück. Dann nehmen sie den nächste, Männer im Mai, ein etwas anderes Mai-Treffen, schauen es an und legen es wieder zurück. Und dann denke ich mir jedes Mal so, was denken die sich jetzt? Ist nichts für mich? Ist das falsche Format? Das falsche Bild? 17. Mai bin ich nicht da. 18. Mai muss ich auf Kindhütte. Und dann denke ich mir so, was denkt man sich denn da so dabei? Gell? Es ist echt spannend. Ist echt spannend. Und wenn ihr jetzt nachher draus geht, dann könnt ihr mal so schauen, Männer im Mai, oder wenn ihr eurer Frau eine Freude machen wollt, Frauengesang am 18. Mai in Maria Bildstein. Und bei den Männern, da werden so Erfahrungen und Erinnerungen wieder geweckt an dieses tolle Treffen in der Woche der Begegnung. Denkt man sich, ja klar, komme ich denn jetzt auch. Bloß ihr müsstet pünktlich um 18:30 Uhr da sein.